Volles Haus beim krönenden Abschluss der Dressurreiter in Aachen. Mit 6.300 Sitzplätzen ist das Deutsche Bankstadion das größte Dressurstadion der Welt. Die perfekte Kulisse für einen erneuten Erfolg der deutschen Equipe. Den Anfang für die deutschen Starter im Deutsche Bankpreis machte Christina Bröhring-Sprehe mit Desperados. Das Paar fand von Tag zu Tag besser ins Turnier, gewann bereits den Grand Prix Special am Tag zuvor. Die Kür auf Musik ist die Lieblingsdisziplin der Dressurreiter. Hier können sie kreativ werden und ihre Pferde vor Publikum regelrecht tanzen lassen. Christina Bröhring-Sprehe und ihrem schwarzen Hannoveraner-Hengst war die Freude anzusehen. 88,825% gab es für diese Vorstellung, ein überragendes Ergebnis und die deutliche Führung für das Paar. Das ist ein absolutes Highlight im Jahr, dieses Turnier Gio Aachen zu gewinnen. Das ist was Besonderes und das zum ersten Mal gewonnen. Ich habe immer eine Prüfung gewonnen, aber nie die richtige. Von daher freue ich mich natürlich ganz besonders, das hier zu gewinnen. Christina Bröhring-Sprehe, also die strahlende Siegerin im mit 150.000 Euro dotierten Deutsche Bankpreis. Auch die Plätze 2 und 3 gingen erneut nach Deutschland. Ein Riesenerfolg und eine gute Ausgangslage für das große Kräftemessen der Weltelite bei den Olympischen Spielen in Rio, findet auch die zweitplatzierte Isabel Wert. Die Mannschaft hat den Anspruch, das sagen zu dürfen, dass wir um Gold kämpfen. Alles andere wäre jetzt, glaube ich, auch falsche Bescheidenheit. Aber ansonsten kommt es natürlich immer wieder auf die Tagesform an.